nicht so aus, mir geht's gut. Aber dieses Telefon ist der letzte Schund. Ich muss mit Joel darüber sprechen, wenn er aus Springs zurück ist. Vergiss das Telefon, vergiss Joel. Ich stelle fest, du hast unsere Garage ruiniert. Und zwar, wenn ich das erwähnen darf, jetzt schon das zweite Mal. Bedauere ich sehr, Willi, also ganz ehrlich. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Eine Brille? Weißt du, was du brauchst? Du brauchst einen Anwalt! Bitte, Willi, beruhige dich doch. Dann sage ich dir in aller Ruhe, dass es unverantwortlich von dir ist, mit dem Auto einfach durch die Gegend zu fahren. Dabei dein Leben und das Leben anderer zu gefährden und uns in Aufregung zu versetzen. Und solche und ähnliche Dinge wiederholen sich immer und immer wieder. Aber wir hatten auch lustige Zeiten, sag es ihm, Kay. Ja, wir hatten auch lustige Zeiten, sehr lustige Zeiten sogar. Aber das hier gehört nicht dazu. Nur, was du angerichtet hast. Schon gut, komm wieder runter. Mach dir keine Sorgen, Willi. Ich werde alles bezahlen. Und wie stellst du dir die Bezahlung vor? Naja, ich werde Joel morgen anrufen, werde das Auto wieder verkaufen und dann nehmen wir das Geld und lassen die Garage reparieren. Tust du das auch? Willst du Joel anrufen? Genau genommen Joels Assistenten. Denn wie ich bekanntlich schon sagte, Joel ist in Palm Springs. Das klingt doch vernünftig, nicht wahr, Willi? Ich glaube schon. Es ist wahrscheinlich das Beste. Und ich bin froh, dass du nicht verletzt bist. Danke. Natürlich lasse ich mich genau untersuchen, bevor ich etwas unterschreibe. Aber nur Spaß, Willi, nur Spaß. Oh, das wird Mrs. Ogmonic sein, wegen ihrer Hecke. Was ist damit? Ich gehe schon ran. Mr. Penner! Das sind bestimmt die Leute von gegenüber. Deckt deine Versicherung noch eine fremde Veranda? Gleich zurück. Verlass nicht die Stadt. Ich komme! Also, Alf, ich werde dir das nie vergessen, was du für mich tun wolltest. Aber was hast du bloß gemacht? Ach ja, ich bin durch ein paar Vorgärten gefahren und hab dabei ein bisschen Kleinholz gemacht. Der Rest ist verschwommen. Ich sehe mal lieber nach, ob ich irgendwas für dich tun kann. Ich glaube, ich gehe heute früh in die Falle.